Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute von Siegfried eine Frage. Und der Frage haben Sie auch schon unglaublich viele Koi-Liebhaber beschäftigt. In der Anfangszeit, wo das Koi-Hobby nach Deutschland kam, ich glaube, das war eine der meisten Fragen, mit denen sich der gemeine Koi-Liebhaber rumgeplagt hat, aber keiner hat eine Lösung dafür gefunden. Hallo Herr Kammerer, vielen Dank für die vielen immer wieder interessanten Beiträge. Mich interessiert, ob es Erfahrungen mit dem Einsatz sogenannter Poolroboter für den Koi-Teich gibt. Kann es überhaupt funktionieren, Deckelbodenabläufe? Oder wie ist es mit dem Stressfaktor für die Fische? Sicher ist das Absaugen, Abbürsten von Hand auch nicht stressfrei. Es ist schon ein reizvoller Gedanke, immer einen blanken Teichboden haben zu können, ohne stundenlang zu händisch zu schrubben. Vielen Dank für eine eventuelle Antwort, Siegfried. Ja, lieber Siegfried, das gibt es leider nicht. Und jeder, der das mal versucht hat, wird die Grenzen dieser Poolroboter schnell festgestellt haben. Und das ist der unendlich viele Dreck, die Algen, der Teichbelag an den Wänden. Also da verstopfen die Bürsten sofort. Ich kenne genügend Leute, die haben es versucht. Das gibt es für einen Koi-Teich nicht. Das wird es auch nicht geben und sollte es eigentlich auch nicht geben. Weil du glaubst gar nicht, wie wertvoll diese Patina, dieser Belag an der Wand ist, was da alles passiert. An der Wand sind die Algen, die, selbst wenn es nur ein kleiner Algenrasen ist, tagsüber wirklich wertvollen Sauerstoff liefern. Die Algen, die auch Ammonium aufnehmen, an den Teichwänden sind auch allerhand sehr, sehr nützliche Bakterien. Und nicht zuletzt, nicht zu vergessen, die Teichwände beschäftigen tagsüber auch die Koi. Wenn die da den ganzen Tag am Rumfressen sind, am Rummachen sind, das ist Unterhaltung, das ist Entertainment, da sind wir wieder beim Thema Langeweile, was ja Sandra Lechleiter letzt so schön beschrieben hat. Also eine blanke Teichwand ist stinkelangweilig. Und ich kann dir sogar noch eins verraten. Wir können von hier aus Filtermaterial an neu gebaute Genesis-Teiche oder sonstige Teiche liefern. Und wir werden relativ schnell Ammoniumnitrit unter Kontrolle halten, auch bei höheren Futtermengen. Das können wir verpflanzen. Beobachtet man aber mal das Wasser, wie sich das in den ersten Wochen eines Teichneustarts entwickelt, dann wird man ganz schnell feststellen, dass dieses richtig geile, klare, ergreifende, auch weiche Wasser, das entsteht immer erst dann, wenn sich plötzlich an den Teichwänden die Patina zu bilden beginnt. Und das sieht man selbst in schwarzen Teichen. Das sind ja meistens so dunkel bis hellbraun, nicht so dunkelbraune Punkte. Das fängt vereinzelt an, dann bilden sich größere Platten und dann irgendwann beginnen die ersten Algen und dann fängt der ganze Teich an zuzuwachsen. Und just in dem Moment, wo der Teich einmal komplett bewachsen ist und diesen schönen kurzen Algenrasen hat, kann man sagen, dann ist das Wasser wirklich schön. Dann ist es nicht nur messbar gut, sondern auch optisch schön. Und das ist ja, was wir in unserem Teichmanagementbuch, was ich jedem nur empfehlen kann, das aktiv zu nutzen, auch wenn man vielleicht nicht reinschreibt, sondern sich die Seiten rauskopiert, dass wir da einfach auch versucht haben, rüberzubringen. Das Messen ist das eine. Aber ich kenne mehr als genug Wasser, Koi-Teichwasser. Dieses messbar in Ordnung, aber optisch ein absoluter Graus. Und dieses Optische gehört eben auch dazu. Und in diesem Optischen hat, oder für das Optische, für eine gute Optik des Teichwassers, hat einfach die Patina an den Wänden spielt eine ganz große, vielleicht in manchen Teichen sogar eine zentrale Rolle. Und von daher würde ich auch überhaupt nicht anfangen, da händisch oder mit Robotern oder mit Nachbarshilfe oder keine Ahnung wie, die Teichwand sauber zu machen, sondern würde sie akzeptieren, würde sie pflegen und würde gucken, dass sie so die gleich gute Kondition hat wie die Koi und wie das Wasser. Also es ist ein Bestandteil eines funktionierenden Systems Koi-Teichs. Aber trotzdem vielen Dank für den Beitrag, Siegfried. Und dann können alle anderen jetzt mit der Suche nach einem geeigneten Roboter oder nach der zündenden Idee, wie man sowas entwickeln könnte, aufhören. Wir wissen jetzt, man braucht es nicht. Es wäre am Ende nur kontraproduktiv. Trotzdem vielen Dank. Wenn dir mal wieder eine Frage einfällt, bitte schicken. Ciao.